Und jetzt eine Mikro-Turbo-Einführung in Meditation. Also das wäre hinsetzen, Körper, Geist zur Ruhe kommen lassen, höchste Glückseligkeit. Das sollte so sein. Und dazwischen erkennt ihr selber, wenn ihr das probiert, da ist mit dem Körper was los und da ist mit dem Geist was los. Und da das bei jedem Menschen verschieden ist, kann man nicht irgendein System anbieten. Man müsste sämtliche Eventualitäten abfangen in diesem System. Kann man. Es gibt die 5 Hindernisse. Es kommt noch vor, aber da will man erstmal nichts von wissen. Deswegen, ich habe das am Anfang auch immer irgendwie bezweifelt, aber es ist gut, einen Lehrer zu haben, der darüber Bescheid weiß. Also auch einen MBSR-Kurs ist gut und eine Rosine, achtsam essen und so, ist alles gut. Aber im Grunde genommen geht es wirklich nur ums Rumsitzen. Man muss keinen speziellen Sitz haben. Aufrecht wäre schön. Auf dem Stuhl, auf der Erde, wie es geht. Angenehm, das ist wichtig, nichts forciert, angenehm, dass man frei atmen kann. Das ist das. Das ist super simpel. Das ist alles. Und das, was dann diesem... Kein Ziel, das kommt eben alles nur von selber, wenn man es nicht will. Also nicht, wenn man es forciert. Dieses Glücksgefühl. Kann man als Vorstufe, ist das innere Lächeln, das kann man auch in Bewegung und so. Wenn man hier in diesem Moment zufrieden ist und der Körper auch einigermaßen zufrieden und der Geist zur Ruhe gekommen ist. Und alles, was dem im Wege steht, sind eure Lehrer. Und deswegen ist es eigentlich auch gut, darüber mit jemandem zu reden, der das schon ein paar Jahrzehnte lang macht. Das war die Einführung.